Hallo meine Lieben und willkommen zu meinen Nachrichten im Kanal. Ich hoffe, ihr habt euch den ersten Stream angeschaut, den ich letzte Woche mit dem Hardmer, einem Freund von mir, aufgenommen habe. Crusader Kings ist jetzt nicht unbedingt ein einfaches Spiel, also es wird sicher eine sehr kurze Partie, vor allem so wie der Hardmer das eingestellt hat mit, wie heißt's? Im Iron Man Modus, das heißt, wir speichern nicht dazwischen ab und wir spielen auf Very Hard. Schauen wir mal, ob wir lang genug überleben, damit wir aus dem frühen Mittelalter ins späte Mittelalter kommen. Wer weiß. Wir werden das dann schon sehen. Auf jeden Fall nächsten Donnerstag, 21:30 Uhr wieder auf dem Kanal. Noch einmal verlinken tue ich ihn jetzt nicht. Jetzt habe ich ihn eh schon zweimal verlinkt. Naja, vielleicht schon. Nein, ich verlinke ihn nicht nochmal. Egal. Ja, in eigener Sache, Herrschaften. Diese oder nächste Woche kommt das neue frisch gespielt raus. Das heißt, dort könnt ihr einen Artikel von mir lesen. Oder sogar zwei, glaube ich. Diesmal sind sogar zwei Artikel von mir drinnen. Schauen wir mal. Eine nette Brettspielzeitschrift für all jene, die weg von Monopoly und Co. kommen wollen. Ja, im Hintergrund ist etwas Lärm. Das liegt daran, dass irgendwelche Kinder bei uns zu Hause sind, die sich total aufführen. Na gut, was soll's. Sie haben sich auch schon aufgeregt über das T-Shirt, das ich heute trage. Das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich heute aufnehme. Ich möchte das in die Welt weitergeben. Schon allein um den 8. Klassen, wie sagt man, um den 8. Klassen einen Hinweis zu geben, wie sie denn meine Zuneigung gewinnen können, wenn sie dann fertig sind mit der 8. Klasse. Ich meine, nach dem Ende der 8. Klasse haben sie sowieso weit mehr Zuneigung als vorher, weil dann bin ich sie los und muss sie nicht mehr unterrichten. Aber ein kleines Geschenk oder so freut Lehrer immer. Ja, und jetzt das T-Shirt. Das T-Shirt habe ich erst vor kurzem bekommen von der letztjährigen 8a. Die waren total begeistert von meinen, wie sagt man, von meinen Ausfällen gegenüber verschiedenen Lebensformen, unter anderem gegenüber Panda-Bären. Und deswegen habe ich dieses T-Shirt bekommen. Ja, könnt ihr es lesen? Ich kann es nicht lesen. Ach so, verdammt. Jetzt seht ihr nur noch meinen Bauch und nicht mehr meinen Kopf. Das ist eh gut so. Also, Panda-Bären sind saublöd. Ja. Ich bin sehr stolz auf dieses T-Shirt. Solange man das lesen kann, werde ich es auch tragen. Dazwischen werde ich es immer wieder waschen. Also für alle, die sich denken, dem Professor Eichinger müssen wir was Gutes tun. T-Shirts mit Panda-Bären und saublöd braucht sie mir jetzt nicht mehr schenken, das habe ich schon. Ja, das war's dann schon. Das waren meine News. Also, lest das frisch gespielt, schaut euch den Stream an, schaut euch danach auch mein Let's Play dazu an. Ich bin drauf gekommen, offensichtlich das erste, das ich aufgenommen habe, das hat nicht so gut funktioniert irgendwie. Irgendwie hat er da beim Abspeichern einen Blödsinn gemacht, aber das ist abgebrochen. Vielleicht hätte ich etwas länger warten müssen, bevor ich den nächsten Stream gestartet habe. Weiß ich nicht genau, was da der Fehler war. Auf jeden Fall ist nicht das gesamte Video aufgenommen worden, beziehungsweise abgespeichert worden, das ich aufgenommen habe. Aber es fehlt nicht allzu viel. Ach ja, verdammt, ich bin jetzt schon müde. Ja, Sonntag und ich bin müde. Okay. Burschen, Mädels, Kinder aller Altersgruppen. Ich wünsche euch noch einen schönen Restsonntag und wir sehen uns bald wieder. Bis dann.